da sind wir wieder. Ich bin's, euer Maxis. Und ihr werdet es kaum glauben, aber der Kratos ist endlich auch dabei. Ja, moin, da ist er. Und der Crusher auch noch. Ja, hallo. Und wir werden nachher jetzt von... Ja, wer ist denn das überhaupt nachher? Einmal der Damiantos oder so ähnlich. Wissen wir nicht, wie der heißt Jens, so. Der Jens und der André. Der Jens und der André, genau. Ja, wir schwirren gerade hier irgendwo in... Krasnostav rum und versuchen uns erstmal irgendwie alle zu finden. Also der Kratos ist hier auch irgendwo im Gebäude. Den habe ich jetzt aber verloren. Ne, ich bin nicht der Crusher. Okay. Der Crusher ist auf dem Weg. Stehst du hier nicht? Alter. Ich stehe hier, ja. Keine Panik. Sonst wärst du schon tot. Also lass uns sonst mal auf den Weg machen nach Svetlojansk. Ja, ja, aber nicht hier jetzt. Also das ist jetzt ein bisschen... Lass uns erstmal ein bisschen raus. Ich weiß aber nicht wohin. Ja, wenn er schon rot darf, dann gib ihm schnell was, weil sonst... Ja, achso. Ja gut, lass uns nochmal reingehen. Komm. Jetzt geht nämlich sonst Blut. Oh, nicht gut. Egal. Ich mach dir schnell mal die Dose ab. Rot darfst, wenn der rot Starving steht, dann verlierst du Blut. So schlimm ist es dann. Hier, da liegt schon Reis. Aber du verbrauchst dann Blut quasi. Sardinen hast du schon? Nee, was ist denn? Was soll ich mit Reis? Ja, Essen. Und Sardinen habe ich auch gepackt. Okay, Sardinen ja, liegen da, neben dir. Ja. Es gibt Reis. Es gibt Reis. Ja, war ja eigentlich ein Brunnen? Boah, bestimmt. Aber ich habe jetzt gerade keinen Plan, wo. Wegen auffüllen? Also musst du was trinken? Oder? Müsste was trinken, würde dann wieder auffüllen. Oh Gott, wo war hier jetzt der Brunnen? Habe ich überhaupt schon einen gesehen? Scheiße. Ja, wir können ja mal gucken. So, ich bin gleich auf der Höhe vom Airfield. Oh, da bist du schon. Ja, das ist ja gut. Bring mal eine Waffe mehr. Türen sind auf. Oder Munition. Du hast ja eine Mosin, ne? Ja. Kann eigentlich nur noch Munition finden dafür. Kannst du mal leise essen? Verrät Hörst uns. Du das echt? Das ist so schlimm. Ja, ja. Also ich glaube, das ganze Kaufhaus sehr fressig. Ich bin immer noch hungrig. Ja, das kann gut sein. Aber zumindest hast du erstmal ein bisschen was. Ne, ich bin jetzt, es steht da nicht mehr hungrig. Gut. Das dann muss ich aber, jetzt bin ich aber durstig. Das kommt vom Reis wahrscheinlich. Und Bier ja, kann ich ganz du. Normal zu mir nehmen, als ob ich ganz normal was trinke, oder hat das irgendwelche negativen Auswirkungen? Ja, ich glaube auch. Gibt es nicht aber irgendwelche Getränke an Dosen, die so ein bisschen die mehr Dosen Power geben? Achso, mehr Power, keine Ahnung. Die ganz normalen Pepsi-Dinger und die Softdrinks, ja. Die energizen auch. Boah, ich genau. Bin jetzt sowas von geil. Ja. Dann geh ich mal lieber. Oh, scheiße, ich werde beschossen. Oh, nein. Nein. Auf dem Airfield, ne? Ja. So, warte mal, jetzt müssen wir mal kurz orientieren. Ich hab keinen... Oh, shit. Könnt ihr... Ja, warte mal, ich... Ja. Warte, ich hab einen Kompass, ich dussel. Könnte man ja mal raufgucken. Bitte, helf mir. So, also, Norden, Osten. Wir müssen jetzt so in die Richtung müssen wir. Nach dem Penner, wenn er nicht aufhört, dann machen wir ihn kahl. Ich schmeiß mit meiner Mosin so oft, bis er platzt. Ich will jetzt auch nicht herausfragen. Ich glaube, ich gehe mal rauf. Das ist vielleicht besser. Zwei Zombies, lassen wir mal alles mal links liegen. Also wir müssen ungefähr so, schätze ich jetzt, in die Richtung. Ja, das ist Airfield da hinten. Ah, cool. Also ich kann nicht so viel machen, ich könnte sie höchstens demoralisieren mit irgendwelchen Sprüchen. Boah, das kannst du so tun, als wenn wir so eine Armee von 20 Leuten sind. Auf mich geschossen hat oder auf die Zombies, die hier rumstehen, aber eigentlich dürften hier keine Zombies mehr stehen, weil die ja...
Weil die Türen ja schon offen waren. Wo bist du genau da? Jetzt am. Ich bin dem hinter den Hangars in dem Gefängnis, also in dem Haus. Okay. Gleich wird's ratsam, ihr umgeht es irgendwie ein bisschen. Zwischen den Hangar und dem Tower? Nee, hinter den Hangars. Ah, okay, dann kommen wir jetzt nämlich von der Seite auch zu dir. Ich kann jedenfalls auf die Entfernung keinen sehen. Auf jeden Fall geschossen. Ich bin mir nicht sicher, was es für eine Waffe war. Es hat sich nach. Ja. Schade, dass du jetzt. Aber du kannst auch anvisieren, du kannst auch gut gucken. Du kannst hier einen Sniper machen, so ein bisschen. Und mal so ein bisschen gucken. Lass uns mal zu den Tannen da drüben. Und dann versuchst du mal so ein bisschen das Feld einzusehen. Hört ihr das? Ja. Werd ihr beschossen? Nein. Nein. Also, ich glaube nicht. Aber es war sehr dicht. Das Erfeld ist recht, an ist genau vor uns. Ja, ja, komm, geh mal hocke und dann ab im Busch und jetzt gucken wir mal so ein bisschen. Also die Schüsse waren ganz dicht. Ich lass mal schnell was. Ich geh mal hier die Tannen so ein bisschen durch. Wie nehme ich die Waffe in Anschlag? Du legst sie mal unten auf so eine Schnellleiste. Ja, habe ich. Und dann, ja, dann drückst du die Taste. Und dann, ja, dann rechte Maustaste. Da habe ich aber jetzt hier keinen, also ich gucke nicht hier irgendwie durch Kim und Korn oder so. Du kannst ganz kurz Rechtsklick drücken, dann, ja. Ah, okay, alles klar, okay. Aber wenn du gedrückt hältst, so musst du ein bisschen dran. Ja. Siehst du da irgendwo was? Also, er ist in dem Gebäude vor dem Hangar. Was heißt vor dem Hangar? Von wo? Von also, aus? Wir kommen jetzt nicht von der Tower-Seite, sondern von der anderen Seite. Er kommt von Svetlo Jars. Also, ja, weiß schon ungefähr, ja. Wo ihr seid. Bloß ich hab Angst hier raus. Wo bist du, Maxel? Ich bin vor dir in den Tannen. Hier. Da, okay, ja. Du meinst also ja, dem Haus, das jetzt genau da vorne ist, da ist er drin, ja? Also, in einem von den Häusern, ja. Ich weiß es nicht genau, in welchem. Könnt ihr mich sehen, wenn ich ans Fenster gehe? Nee, ich sehe. Es gibt ja, da sind ja diese beiden Hangars und dann gibt es ja dieses etwas flachere Gebäude und dann ja dieses doppelstockige. Ja. In welchem bist du? Nicht in dem Tower. Nee, also du bist auf der anderen Seite. Also da sind ja diese zwei großen Hallen. Ja. Und du rechts davon. Ja, also mit rechts, also es gibt ja irgendwo den Tower. Bist du auf der Seite? Nee, da bist du nicht. In dem Tower nicht. Ich bin in dem letzten Haus quasi Richtung. Geh, hocke. Du bist voll. Soll ich es mal riskieren, rauszurennen? Nee, bleib mal noch. Nee, bleib mal nochmal da. Denk dran, du hast einen roten Rucksack, das sieht man ganz schnell, also. Geh schön in die Tannen. Wir kommen so langsam. Dass ihr da unten in den Tannen seid. Siehst du? Oder was? Ist doch immer noch. Wie ist er denn? Ich höre ihn schießen. Ja. Von mir. Schießt. Schießt ich jemand. Wo ist der Sack, ey? Der muss gar nicht rechts sein. Ja. Von den. Also von mir aus hat sich's rechts angehört. Aber du bist jetzt in einem Gebäude, was einstöckig ist, was nur flach ist. Du kannst nicht. Ja, ich stehe in der Tür, ihr müsstet mich eigentlich sehen, wenn ihr auf die Tür gucken könnt. Ja, die sind aus so Tannen vor. Ich werde mal so ein bisschen vorkriechen. Ich bin jetzt mal wagemutig und gehe hinter das Haus. Geradeaus, ich bin hinterm Haus jetzt. Wo bin denn jetzt? Ich krabbel jetzt zu den. Werden die angeschossen? Nein. Aber ich schieße einer richtig. Ja. Ich krabbel zu den Tannen. Das ist eine M4. Ja. Scheiße. Siehst du mich geradeaus? Nö. Ich krabbel. Entweder liefern die sich feiern, wir hier zurückkommen. Hoffentlich sieht mich jetzt keiner, ey, sonst.
Da steht ein Zombie, da können sie nicht sein. Da ist alles. Ich mache jetzt einen ganz großen Bogen und dann komme ich da in das Haus rein. Nee. Oh, du bist voll zu sehen, Christoph. Noch weiter, mach noch weiter einen Bogen. Seht ihr mich? Warte. Na, ich habe noch so einen blöden Tannen vor. Ich sehe dich überhaupt nicht, ne? Morgi, raus hier. Ich hab mich jetzt davon gestohlen. Ich bin jetzt weg da. Wo rennst du? In welche Richtung rennst du? Richtung Svetlo Yars. Ich hoffe, dass ihr da seid, wo ich. Läufst du parallel zum Flugfeld hier oder was? Ja. Dann läufst du direkt auf mich zu. Okay. Müsstest du hier theoretisch, aber ich sehe dich nicht. Ich laufe jetzt rückwärts. Ich sehe aber auch niemanden. Ich auch nicht. Also es waren M4 und Pistolenschüsse. Ja, das war, also eigentlich war das ein M4. Ich bin jetzt in so einer Senke, wo der kleine See ist. Da bist du ganz woanders. Dann war das gar nicht. Oder wie? Ich sehe jetzt hier nichts. Also du müsstest ja schon längst bei mir sein, wenn du das Flugfeld langläufst. Ich bin jetzt auf der Höhe von diesem kleinen, ganz flachen Haus am Ostende. Ja, jetzt. Wieso habe ich eigentlich dich verloren, Maxis? Wie ging das? Ja, ich bin in die Hocke. Bleib mal irgendwie stehen und das lasst uns mal zusammenfinden, dass wir zu dritt da sind. Dass jedenfalls zwei Leute mit Waffenpositionen da sind. Ich weiß nun echt nicht, wo du bist. Das ist das Problem. Warte mal, ich laufe jetzt den Wald runter, weg vom südlich. Also ich bin jetzt hier am Stacheldrahtzaun, am Umrandung von diesem Flugfeld. Ja, Start- und Landebahn oder was das hier ist. Christoph, du weißt doch, wo diese Tannenreihe war, vor dem, die uns im Weg stand, um da hinzugucken zu den Gebäuden, ne? Wenn du an dem Stacheldrahtzaun bist, ist da so ein ganz kleines Gebäude? Nö. Also ich bin jetzt... Oh, was? Oh, was war das? Da sei immer noch auf der anderen Seite. Seid ihr, ich bin auf der Westseite, ne? Okay, ich guck jetzt mal auf mein. Ich hab doch einen Kompass. Auf der Seite, wo der Dingens ist. Der Tower. Der Tower und das andere Gebäude danach. Ach, da bist du, ja geil. Ja, das wollte ich dir die ganze Zeit wissen, ob du, wenn jetzt die beiden Hangars der Mittelpunkt ist, bist du auf der Seite vom Tower oder auf der anderen? Okay, wie war das noch mit dem Kompass benutzen? Muss in die Ego-Perspektive. Ach, und dann mit Maus dann. Und eigentlich auf eurer Seite kamen die Schüsse her. Ja, also ich bin jetzt direkt, also quasi wenn das, ne, also Hangar, ja. Dann gibt's ja auf der einen Seite den Tower und auf der anderen Seite ja diese anderen beiden Gebäude. Und an dem ganz letzten Gebäude des Flugfelds, da bin ich jetzt. Da hocke ich jetzt am Zaun. Super, ja. Echt? Ja. Da kamen die Schüsse her. Das ist schön. Die waren auch sehr laut und sehr nah. Und mein Magen knurrt. Ich kann mich ja nochmal in eure Richtung. Also ich bin glaube ich ganz woanders. Wo bist du denn? Du bist hingelaufen. Ja, das glaube ich nicht, aber... Wo bist du denn hingelaufen? Ich bin einfach von der Baumreihe, wo wir waren, einfach nach links weggelaufen. Weil du mich ja wieder im Stich gelassen hast. Ja, hallo, ich hab gesagt, dass ich da hin robb. Naja. Wo bist du jetzt, soll ich zurückkommen oder was? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Scheiße, ich bin ja auch. Wo läuft der jetzt hin? Ich laufe wieder aufs Flugfeld in eure Richtung. Aufs Flugfeld. Guck mal, dass da keiner ist irgendwie. Ich muss mal ein Loch im Zaun. Ah, ich habe ein Loch im Zaun gefunden. Am Geist, wir uns oben auf den Berg euch aus. Ja. Wir waren in die gleiche Richtung gelaufen. Also ich bin jetzt am letzten Gebäude. Ich habe ein Loch im Zaun gefunden und krabbel jetzt auf das Gebäude zu. Ich weiß nicht, ob das schlau ist, wenn man sich auf dem Flugfeld trifft. Nee, das ist sowieso nicht gut, glaube ich. Ja, ich laufe jetzt zu euch. Bleib einfach mal stehen. Bleib mal da vorne, wo ihr seid. Ich komme zu euch. Guckt, dass da vielleicht keiner rum.
rumschwitze. Oh Gott, ey. Frag mich nicht, wo sich... Es könnte auch sein, dass die Sounds natürlich ein bisschen weiter zu hören sind. Aber der hat richtig rumgeballert. Bei mir hatte ich das Gefühl, die sind direkt neben mir eingeschlagen. Ja. Die Kugeln. Dass sie euch jetzt von hinten holen, also guckt euch mal hinter euch an, weil da ist es, da ist die Ortschaft. Ich glaube, das ist nur einer gewesen, oder? Ich weiß es nicht. Ja, es war eine Pistole unten und eine M4. Also ich weiß nicht, ob die sich gegenseitig geschossen. Ja, eigentlich schon. Immer so abwechselnd. Wechselt doch keiner von der M4 auf eine Pistole, oder? Wenn er keine Muni mehr hat. Ich weiß sowieso nicht, warum der Sack auf uns geschossen hat. Das müssen wir ihn nicht mal fragen. So, also. Also Maxis, ne? Ja, warte mal. Ich muss mal kurz Munition wechseln. So, volles Magazin. Oh, ich sehe einen. Wo ist der? Oh, zwei sehe ich. Sag was. Scheiße. Sag was. Am Hangar. Das bin ich. Das bist du? Hangar stehe ich. Oh. An der Ecke? Ja, an der Ecke bin ich. Ich schießen. Ich bin alleine, ne? Ja, aber einer ist vom Hangar weggelaufen gerade. Hä? Von in welche Richtung? Die gegensätzte Richtung? Ja, Hangar weg. Von dir weg? Von dir weg? Ja, nach rechts, also praktisch da wo ich jetzt hinziehe. Ich sehe dich nicht, wenn ich ehrlich bin. Hier. Siehst du mich? Nee, immer noch nicht. Warte mal. Bist du das nicht? Hast du eine Gasmaske auf? Oder so? Ja. Oh. Ja. Hier. Ach da. Ja, und der ist da hingelaufen. Hey. Wo? Seid ihr beide da? Ja. Zwischen Hangar und Haus? Ja. Okay, ja. Komm ich. Ich komme übers Flugfeld rüber. Oh, ganz gut. Ganz... So, ach, da sehe ich dich. Ich sehe dich, okay. Aber der andere ist da lang gelaufen, hundertprozentig. Wollen wir uns den holen? Ja, oh. Ich zumindest gucken. Also, ich weiß nicht, ob er alleine war, aber einer ist da lang gelaufen. Ich geh links rum, okay? Ja. Der ist gehockt gelaufen. So, warte mal, wo seid ihr denn jetzt? Seid ihr jetzt wieder weggelaufen? Richtung Hangar. Ja, Hangar. Also ich bin noch am Hangar. Lauf doch mal mit. Ja, witzig. Junge. Wir sind ja auf Jagdtour, weißt schon. Okay. Ja, aber also... Wem laufe ich jetzt hinterher? Wo ist ein Loch am Zaun? Hoffentlich nicht ein Feind. Ich bin... Hier ist ein Loch. Hier ist er durch. Ist er sicher, dass er durch ist? Ja, der ist durch. Der war durch. Aber wir sind natürlich echt... Das ist jetzt eine ganz schlechte Idee, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Ich darf zwei Feld laufen. Ich denke, dass dann die anderen... Lass uns mal hier in die anderen Häuser ist. Zum Looten. Ich will mal kurz. Ja. Ich warte mal ganz kurz hier im. Ich lieg im Gras und guck mal so ein bisschen. Ich spiel mal auch mal rüber da. Der ist da. Ich dachte nämlich, das ist der zweite von dem, Georg. Nee, ich bin hier noch alleine unterwegs. Ja, das ist ja immer so eine Sache. Bist du das? Ja, ich bin das. Nicht schießen. Oh, da kommt Zombie. Kommt Zombie, ist er auf euch Akku? Weiß ich nicht, kann sein. Wo? Oder auf den anderen? Bei mir? Nee, der ist ja stehen geblieben. Der sieht mich jetzt nicht, aber... Der andere läuft da unten rum. Die anderen zwei laufen... Wo seid ihr hin? Ich lieg im Gras. Nee, wir liegen hier. Da unten, seht ihr das unten, Richtung den Zombie, der jetzt auch zu euch zuläuft? Ja. Dort unten sind zwei, Spieler. Da kommt mit ein hoch jetzt, ne? Okay. Net schießen. Ja, muss ich. Also die sind da runtergelaufen, Richtung Brunnen, da unten ist doch Brunnen, auf der Karte siehst du die Brunnen? Ich habe die Karte jetzt gerade nicht, aber... Ah, ist wurscht. Die sind 100 pro da unten. Ja. Bleiben ja eigentlich. Hattest du jetzt Mosin? Hattest du nicht, ne? Mosin-Munition hatte ich nicht, leider. Da seid ihr jetzt hin? Hier, was habe ich dir auf? Boah, nicht aufstehen. Boah, nicht aufstehen, oh scheiße. Runter. Leg dich hin. Leg dich hin. Du stehst dazu zu frei, wenn die da unten sind. Ja. Ich liege. Nee, ich meine, Georg. Ich. Die sind da runtergelaufen. 100 Pro. Einer hat eine M4.
Ich sehe nun nichts. Also, hast du sie eben noch laufen sehen da? Ja, ja, ich habe die laufen. Ich habe auch was laufen sehen. Aber ich frage mich, wenn die da unten sind, warum ist der Zombie zu uns hochgelaufen? Naja, vielleicht... Nee, der ist denen hinterher gelaufen, eher. Und der hat uns dann nur gesehen, wahrscheinlich. Ich gehe hier mal so ein bisschen... Die werden ja... Die Frage ist, ob die wissen, dass wir... Na gut, die haben Schüsse gehört, ne? Nachdem du geschossen hast, wissen die das. Scheiße. Ja, aber was soll ich machen? Soll ich der Zombie... Ja, Axten, immer Axten. Ich habe keine mehr, die hat ja mein... Wie hat der... Ich habe die, aber ich kann sie wieder haben, ich habe eine. Einmal mit Profis. Hä? Hallo? Bitte? War ein kleiner Spaß. Wollen wir uns mal rechts in diese Tanne da so von uns vielleicht verkriegen? Ja, vielleicht sollte einer gucken. Ich gucken. Du guckst? Ich sitze im Busch und gucke, ich kann schießen. Okay,